Ja, hallo liebe Freunde und willkommen hier zu einem neuen Age Game. Und zwar spielen wir heute mal Summer Life in Countryside plus den DLC Outing. Outing ist der neue DLC, der zu Summer Life in Countryside kommt. Den spielen wir nachher auch mal kurz ein bisschen mit an. Aber vorher erst gehen wir mal wieder in das normale Game rein. Ich wurde oft gefragt, warum kann ich das Spiel spielen und ich habe diesen Blackscreen nicht. Das könnt ihr patchen. Es gibt überall Patches dafür, dann könnt ihr da runterladen, einfach mal patchen und gut ist. Das Problem bei dem Spiel ist es halt, dass es irgendwie mit der 64-Version von Windows damit ein Problem gibt. Und das müsst ihr per Patch beheben. Einfach ein Patch installieren und gut ist. Das ist, findet man eigentlich überall im Internet den Patch. Dann funktioniert das Spiel auch ganz normal. So, mal wieder von unserer Tante bekommen wir, von unserer Tante? Oh, doch, ja. Bekommen wir dann eben halt eine Frage, da hinzukommen. Alter, die Tante ist aber wirklich, ey, meine Fresse, ey. Cousine, keine Ahnung, Cousine, glaube ich, ist es eher. Auf alle Fälle, ist Summerside in Countryside, erkläre ich mal ein bisschen an. Wir fangen erstmal den ganz normalen Kram erstmal durch. Wir werden dann eben halt, sie bezahlt auch für den Transport und dies und das alles. Fahren wir natürlich hin. Tante wollen wir erstmal auch nicht beglücken. War schön. Schön, feucht, fröhlich, guten Tag sagen. Spiel spielt sich eigentlich relativ simpel. Mit dem Geld bekommt ihr jeden Tag. Also von daher immer chilly out, easy out. So, wir fahren also dann eben schnell hin. Komisch, jetzt fahren wir noch mit dem Auto hin, aber nachher benutzen wir nur den Bus und alles. Naja, egal. So, sind wir eigentlich mal da. Wir haben schon seit ewigen Zeiten sie nicht mehr besucht. Und ja, Haus ist nicht schwer zu finden, kriegen wir auch alles eben schnell hin. Then, and then, ring the doorbell. Ding, dong. Oh, Mama. Tantchen. Konnichiwa. Also, Hasuki, bei dir ist ordentlich was gewachsen, wa? Cousine, Yokuse. Ah, deine Cousine öffnet. Also, Tante hat angerufen, Cousine öffnet. Ja, Cousinchen, lange nicht mehr gesehen. Meine Güte, die Häuter sind ganz schön. Du bist aber ganz schön groß geworden. zwei Dinger ganz schön groß geworden. Und hinten ist praller geworden. So. Spiel startet ganz einfach. So, Interim war durch. Wir können uns das Haus ein bisschen ansehen. Normalerweise müssen wir jetzt eigentlich zu ihr hin. Sie serviert uns da was zu essen. Ich erkläre alles gleich in aller Ruhe. Wir machen erstmal ganz kurz ein bisschen das Intro weg. Das gehört alles noch mit hin zum Intro. Also alles noch Tutorial Doing. Oder was? Tutorial? Ich kann gar nicht sagen, es gibt kein Tutorial. Das Ding ist einfach nur, knallt die Alte weg bis zum Rotzenfleck. Also von daher. Danach geht ihr hin, Speak, Talk und dann wird gegessen. Ist die Tisch doch lecker auf. Es gibt verschiedene extra Events, die ihr hier einhauen könnt. Dann bekommt ihr halt in euren neuen Achievement Build, bekommt ihr dann eben halt diese extra Scenes, könnt ihr dann später auch anklicken. Es gibt, glaube ich, 27 Tage oder so bleiben wir, glaube ich, hier. Macht euch keinen Stress, ihr kriegt alles eigentlich normalerweise in 27 Tagen locker freigeschaltet. Also keinen Stress machen, bitte. So, full already, sind wir auch definitiv. So. Immer wieder sind so kleine Zwischenbildchen dabei. Spiel spielt aber hauptsächlich in dieser Sicht. Etwas. Ich weiß nicht, irgendwie hat der Stil von diesem Game echt was. Ich glaube, umsonst hätte das Spiel nicht 38 Tage sind left, ne? Ich glaube, umsonst hätte das Spiel einfach nicht so einen Hype gekriegt und würde nicht einfach noch eine Erweiterung bekommen. So. So, sie zeigt uns erstmal unser Zimmer, wo wir übernachten werden. Oh, oh, was für ein glücklicher Tag. So, hier werden wir übernachten. Ja, ist klar. Komm, bring das zum Ende. Ab zum Schlafen. Ja, ich bin müde. Klar bin ich müde. Natürlich bin ich müde. Bin immer müde. Hungrig und müde. Um Rest wollen wir gar nicht erst reden. Genau, passt.
So, das Spiel hat eigentlich wirklich, es ist gut, es ist wirklich nicht schlecht. Also es hat diesen, ich weiß nicht, es hat einen coolen Charme, finde ich, auf einer Seite. Das ist wahrscheinlich das, was alle Leute an dem Spiel so geil finden. So, dann geht er schlafen und dann eigentlich jetzt gleich nach diesem Geräusch, was ihr hört. Ey, die Verspannung wieder im Rücken, ich merke das schon. Ja, es muss wohl ziemlich, Die ist irgendwo hängen geblieben, merkt ihr das? So, Fair Sound, dann geht ihr hier einfach raus, leave the room. Und ja, hier, wo dieses kleine süße Ausrufezeichen ist, kann ich euch leider nicht zeigen. Und dann beginnt das Spiel eigentlich erst richtig. Und ich lade mal eben den Spielstand auf und dann gehen wir da einfach mal rein. Machen wir einfach so direkt. So, ich habe hier schon einige Spielstände vorbereitet für euch. Wir fangen aber erstmal mit diesem Spielstand an. Und yes. Lord, please. So, wir fangen einfach mit diesem Spielstand an. Am Anfang bei euch ist das hier alles runter. Ihr habt mal so gesehen nichts von diesen Sachen frei. Bei mir ist gerade noch 27 Tage left. Das kriegt ihr alles hoch, indem ihr halt irgendwie mal auf Rooftop. So, erstmal könnt ihr mit ihr speaken. Ja, genau, hier gibt es auch Special Things. Speak, dann werdet ihr merken, dass auf einmal dieser Balken hier oben hochgeht. Na, also dann geht das hier hoch und es gibt nur bis nach Lila. Nach Lila kommt nichts mehr. Na, also bis Lila geht es. Beim Age ist es ganz einfach nicht andersrum. Da geht ja was Speak und ja, hier wäre es ja Special. Einfach könnt ihr auch sagen, nimmt sie einfach mit. Na, ihr habt einen Tagesrhythmus 6:40 Uhr. Dann geht ihr hier auf sie, dann habt ihr Itchies. Die lässt ihr einfach, feuert ihr einfach bei ihr ab, immer wieder neu, neu, neu. Und dann steigert sich das hier oben auch ganz schnell durch. So, dann weiter. So, das erstmal raus. Ihr könnt, ach komm, wir nehmen sie einfach mal mit. Komm mit. Jo, sauber. So, ihr könnt das im ganzen Haus einfach durchziehen. Sie steht auch sonst immer randommäßig irgendwo rum. Und dann könnt ihr mit ihr auch ordentlich knattere Wand machen. Ihr habt jetzt hier unten schon den Bereich Map zur Auswahl, in dem ihr ein Storage habt, ihr Love Hotel. Dann habt ihr hier noch, das ist glaube ich Nachbarschaft und den Schrein noch zur Auswahl. Im Love Hotel, im Love Hotel, in diesem Hotel, in den Storage könnt ihr reingehen. Dort bekommt ihr nachher beim Shopping schon mal so erstmal das Busticket. Da müsst ihr 3.500 Yen erstmal zahlen. Express-Bus-Tickets im Swimming Area müsst ihr 5.000 noch was zahlen. Und da müsst ihr nochmal für sie ein Schwimmoutfit natürlich auch noch holen. Ohne das geht es dann eben halt nicht. Eine Swimming Area, ich glaube, das müsst ihr auch noch alles kaufen. Genau, den Expressbus und den Swim Area müsst ihr euch holen. So, anhand von ihr können wir, glaube ich, auch mal was gucken. Ich glaube, es ging unter Menü. Genau, unter Menü könnt ihr dann eben halt sehen, wie oft ihr was hattet. Und hier unten ist der Shop. Hier könnt ihr auch ganz viele Sachen kaufen. Solltet ihr auch in nächster Zeit auch machen. Vor allen Dingen, wenn ihr. Wo ist denn ihr Swim-Kosten? Ah, nee, das macht sie automatisch, wenn sie im Areas-Distrikt sind. Ruhig die ganzen Sachen kaufen. Schadet nicht. Ihr bekommt jeden Tag immer Geld dazu. Also von daher alles gechillt, ganz easy. Ne? Das könnt ihr gleich auf Max bauen und dann habt ihr die Sache eigentlich gleich durch. Was gibt es sonst noch zu erzählen? Ach ja. Irgendwo bekommt ihr dann. Ach, du kannst übrigens jetzt abschnittern. Bitte mal. Hier können wir auch Special Things machen. Upp, Dankeschön. Ihr könnt auch selber hier rumeiern. So, da müsst ihr noch diese Sachen eben halt noch kaufen. Sie übernimmt gerade was vom Postboten an. Da könnt ihr auch noch ein bisschen Special Sachen machen. Wenn ihr dann alles auf Max habt, dann spielt ihr eigentlich das ganze Spiel noch ein bisschen weiter. Kauft die ganzen Klamotten alle zusammen und dies und das. Ihr könnt euch für die Sachen auch ein bisschen Zeit nehmen. Ihr müsst nicht alles gleich an einem Tag voll nach oben ballern. So, dann wollen wir mal. Wir gehen mal runter zu den Speicherstand und gehen mal eben Tiere. Ein kleine Girlie hier bekommt ihr irgendwann. Ich weiß noch nicht, was mit ihr ist. Ich habe das Spielstand auch selber nur, den letzten Spielstand hier selber nur gefunden. Ich wollte euch einfach nur zeigen, was hier noch machen könnt. Ihr habt super viel Kohle. Zu kaufen gibt es, glaube ich, auch nichts mehr. Ne? Wir haben, glaube ich, alles. Ne? Ja, genau. Alles dabei. Sauber. So wollte ich das sehen. So, go down. Und dann könnt ihr sie ansprechen. Speak. Und invited to swimming. Dann wird eine Animation gestartet.
Und es geht ab zum See. Das ist dann das neue, also wie gesagt, allgemein schon, auch mit den Städten und mit der Map, die gab es vorher im normalen Spiel nicht. Das kriegt ihr immer erst mit den DLC mit dazu. Das bekommt ihr aber jetzt gerade im Moment auf Steam automatisch mit allen Sachen da drin. Also, warte mal, oder? Ist das DLC nicht? Nee, ich weiß auch, warte, für das Original-Game ist, glaube ich, in Deutschland zensiert, ne? Ich weiß noch, man kommt nur den DLC. So, wait for the bus. Dann warten wir auf den Bus. Dann kommt die nächste schöne Zeichnung mit dazu. Ich weiß nicht, was mit meiner Cousine los ist, aber sie sowas von mir damals versaut. Heftiger geht's gar nicht mehr. So. Dann seid ihr dann eben halt hier am Strand angekommen. Es läuft erstmal könnt ihr gar nichts machen. Erstmal müsst ihr alles in einer, Animation durchgehen. Ja, wir müssen einmal zum Beach runter. So, dann gehen wir runter. Jetzt müsst ihr sowieso warten, weil sie zieht sich jetzt um, holt sich jetzt ihr Swimdress. Ist nicht das normale Swimdress, was wir kennen. Sie hat sich was Extravagantes einfallen lassen. Mann, dass die Dinger da noch Platz drin haben, ist echt ein Wunder, ey. Er quillt doch echt alles raus, ey. Ach nee, jetzt kommt ja noch die... creme ich sie gleich noch ein. Das ist nochmal so eine extra Scene, die für das Spiel gemacht worden sind. Und Application ist auch noch mit dabei. So, da mache ich erstmal einen kurzen Cut, weil da wird es gleich ein bisschen heiß und haarig. Ein bisschen heiß, besser gesagt. Für sie und für uns auch, durch den Anblick. Und ich mache hier mal kurz einen Schnitt. So, habt ihr das Event dann durch, könnt ihr euch dann jetzt frei am Beach bewegen. Ihr könnt mit ihr, also hier am Dings, das wird sich natürlich nichts mit euch machen. Hier wird sie nur speaken wollen. Genau. Ja, hier wird sie einfach nur sprechen wollen, speak. Ne? Könnt ihr einfach schwimmen mit ihr. Könnt ihr einfach reden mit ihr. So, dann könnt ihr go into the sea. Dort könnt ihr halt die nächste Age Scene anreißen lassen. Jetzt muss ich mal wieder gucken, wo ich zurückkomme. So, wenn ihr dann nachher später wieder zurück wollt, weil ihr werdet ja erstmal hier nicht zurückkommen können. Es gibt in der Rocky Area, da müsst ihr dann hin, müsst ihr hier auf Examinen drücken, hier. Und dann geht da, kriegt ihr wieder eine Age Scene. Und nach dieser Age Scene erst, ich weiß gar nicht, ob ihr zuerst im Wasser die Alte erstmal durchknattern müsst und dann hierher kommen müsst. Das weiß ich jetzt nicht ganz genau. Obwohl, auf alle Fälle weiß ich aber, dass hier nachher, wenn ihr hier die Alte durchknattert, dann kommt ihr automatisch wieder zurück zum Haus. Na? Also nicht vorher. Na, ihr müsst dann wirklich erstmal hier hin und die erstmal schön wegratzen. So, ansonsten, was gibt es sonst vom Beach noch so zu erzählen? Nicht viel, glaube ich. Es gibt noch den Bereich, dann gibt es noch... Müssen wir Ausschau halten immer so nach so einem speziellen Ereignis. So, das Ocean House gibt es noch. Das wäre dann, ja, hier, aber da gibt es nichts zu entdecken, nichts zu machen. Einfach nur ein bisschen zum Rumgehen. Was auch ganz in Ordnung ist, meiner Meinung nach. Also ich finde das Spiel gar nicht mal so schlecht. Das hat wirklich einen interessanten kleinen Ansatz. Mir gefällt auch die Erweiterung ganz gut. Ist zwar nicht super viel, was ich erwartet hatte, aber es ist trotzdem schön, eine Erweiterung zu kriegen. Außerdem gibt es ja Maps jetzt auch. Da gehen wir gleich auch nochmal, denke ich mal, hin. Ich werde das Spiel immer eben nochmal ganz kurz cutten, weil ich jetzt hier wieder weg muss. Wie gesagt, sonst kommt ihr hier nicht weg vom Busstop, außer ihr macht diese Sache gerade. Und sonst wird es nicht zum Busstop, dann werdet ihr die ganze Zeit hier nur rum. Und ja, ich mache das mal eben und bis gleich. Genau, ihr... Moin. So, also, ihr müsst zuerst... Also ihr müsst zuerst im See das mit der alten knattern lassen und dann erst könnt ihr da hin. So, zu den Steinen, was ich euch erzählt habe. Dann erst kommt das mit zurück mit dem Bus. So, wait for the bus. Ach, da kommt ja gleich noch eine Szene. Ach du Scheiße. Ganz vergessen. Wird gleich noch eine Szene kommen. Ihr kommt dann mit ihr nach Hause. Sie hat sich halt bedankt darüber, dass ihr halt komplett... Ihr könnt doch nirgendwo jetzt anders hin. Ihr müsst mit ihr jetzt nach Hause gehen. Deswegen... Gut, ihr könnt jetzt hier noch, ich glaube,
knattern. Könnt ihr jetzt hier auch noch mit ihr halten. Aber ihr müsst dann eben nach Hause gehen und dann erst ist das Spiel erst richtig. Also ist dieses Event, sagen wir mal so, das neue Event vom DLC eigentlich erst richtig durch. Ihr könnt dann immer wieder zurückgehen, und noch 6 Tage über. Ich weiß gar nicht, was in den 6 Tagen überhaupt passiert, wenn wir die 6 Tage durch sind. Habe ich noch nie herausgefunden. Ich habe es noch nie so weit durchgespielt. So, dann Intro the House. So, und dann quatscht sie euch hier nochmal voll. Und dann will sie nochmal, möchte sie gerne, dass ihr nochmal etwas persönlicher werdet mit ihr. So, habt ihr das dann auch erledigt? Geht's am Pennen. So, und fertig ist der Tag. Noch 5 Tage zurück. Leave the room. Jetzt zeigen wir euch, jetzt möchte ich euch gerne noch einmal so ein bisschen nochmal die Map zeigen, damit ihr mal ein bisschen was sehen könnt. So, wir haben den 24 Stunden, habe ich euch ja glaube ich schon gezeigt. Hier übrigens gibt es nachher auch Age-Scenes, die ihr machen könnt. Ihr habt ja sowieso schon alles besorgt, ne? Ja, außer das Pure Soda, die Soda, aber das ist was anderes. Da könnt ihr noch eine Age-Scene auf alle Fälle noch durchführen, hier hinten auf der Toilette, mit ihr zusammen, wenn ihr sie mitgenommen habt. Dann habt ihr da noch so ein Special-Event-Ding für das Love Hotel. Da gehen wir jetzt nochmal hin. Das ist hier. Oder die Ruinen des Love Hotels. Da könnt ihr in Zimmer mit ihr nachher zusammen in Zimmer 101 gehen. Dann habt ihr hier nochmal einen speziellen Examinierbereich. Dafür muss sie aber ein paar spezielle Klamotten tragen. Dann könnt ihr hier noch mit ihr nochmal eine Runde knallen. Dann gibt es noch das Love Hotel. Dann gibt es noch den Schrein. Da bin ich mir noch nicht so richtig sicher, wie das Ganze funktioniert mit den Schreien. Kann ich euch auch noch nicht ganz genau sagen. Irgendwas ist da aber auf alle Fälle noch. Und ihr habt hier noch die Nachbarschaft, die Residential Area. Wie gesagt, Black Alley gibt es hier noch. Dann ja, ist hier schon Stein und Feierabend. Ja, Black Alley, können wir da kurz mal reingehen? Ja, können wir eigentlich mal kurz. Ja, dann in dem Teil könnt ihr die auch noch hier extra in so einem bestimmten Bereich noch bestimmt knattern oder sowas alles. Hinzu kommt ihr auch gleichzeitig noch in diesem Bereich hin. Low Water Crossing, okay. Dann kommt ihr hier zum Mountain Road hin und hier unter Mountain Road würdet ihr auch automatisch wieder nach oben zum Schrein kommen. Hier würdet ihr zum Love Hotel kommen. Also ihr könnt auch speziell über die Map hier auch, also speziell über die Wege hier auch, zu den bestimmten Bereichen hinkommen. Ich glaube, das war hier, ne? Ne, hier ist der Busstop wieder. Hier könnt ihr natürlich wieder mit dem Bus wieder nachher wieder wegfahren. Ja, also Kim muss erst da sein. Also das sind dann die Bereiche der Maps, die ihr dann auch speziell noch zur Verfügung habt. Ne? Warum auch mit dem Auto fahren? Ich denke, er kam hier ohne Sprit an. Teuer, konnte nichts mehr leisten. Jetzt kann auch über den Auto hier hinten geduckelt und das war's. So, das ist also jetzt das neue Summer Countryside mit den DLC. Es ist cool. Es macht auf alle Fälle richtig, ist auf alle Fälle eine schöne Erweiterung, meiner Meinung nach. Schön, dass es auch mal eine Erweiterung zu dem Spiel gibt. Ich meine, das Spiel war eine ganz lange Zeit mal einfach nur so verfügbar. Es gab nie eine Erweiterung dazu. Aber es hat sich, denke ich mal, sehr gut verkauft und es hat auch, denke ich mal, seinen populären Standard hier reingehauen. Also es gibt eine Menge Spieler, die das Spiel gespielt haben, was auch völlig in Ordnung ist, meiner Meinung nach. Es ist ein gutes Spiel. Ich bin zwar, es ist immer so eine Frage, bist du Fan von diesem Blau-Charakter? Es ist okay. Trotzdem mag ich es mehr, wenn irgendwie eine charakterliche Figur da wäre. Na, das ist aber so ein Thema, wo sich die Wände noch streiten werden. Die einen sagen, ist okay, blau ist alles okay. Ne? Der blaue Saiyajin Jin läuft gerne mal hier rum. Und die anderen sagen halt, ja, wäre es doch mal ein richtiger Charakter, dann würde ich das ein bisschen mehr abkaufen können. Weil in manchen Scenes zum Beispiel, mit den Küss-Szenen oder dies und das, ist ja ein Charakter abgebildet. Das ist aber, ne, das ist aber Meckern auf hohem Niveau, muss ich ganz ehrlich sagen. Ansonsten ist das Spiel echt gut. Es macht wirklich Spaß. Es ist ganz interessant. Ihr habt genug Tage Zeit, also macht euch keinen Stress. Ihr werdet genug Kohle zusammenholzen, also keinen Stress machen, um die ganzen Sachen alle zu kaufen. Dafür habt ihr nachher genug Kohle mal im Stand. Das macht das Game automatisch. Das Game möchte euch nicht ein Game Over schicken, also von daher, es will euch einfach nur das genießen lassen. Und ihr sollt halt alle Special Events suchen. Das ist eher mehr so in den Game. Sowas, was wir jetzt vorher mit dem Strand hatten zum Beispiel, das ist eine Art Special Event. Die Szenen, die ich da rausschneiden musste, die kann man nachher im Menü. Gehen wir jetzt mal rein.
Kann ich euch das nämlich auch noch anzeigen? Go back to the title. Yes, please. Könnt ihr euch das unter Recollection Mode, könnt ihr euch das Ganze dann nochmal in aller Ruhe ansehen. So, echt cooles Spiel. Ich mag Summer Life in Countryside sehr. Ich finde das ein echt cooles Game. Das ist echt schön mit den DLC, jetzt dass da eigentlich mal was nachgekommen ist. Hat es meiner Meinung nach auch echt verdient. Ne, das ist echt ein cooles Game. Kannst dich beschweren. Ist ein schönes Ding. Und ja, wenn es euch sehr gefallen hat, dann ja, viel Spaß mit dem Spiel. Ne? Und wir sehen uns dann wieder. Es gibt, wie gesagt, auf Steam gibt es das Spiel. Und ihr könnt das nochmal unter DLH. Da könnt ihr euch das auch nochmal runterladen. Also es gibt eine ganze vielen Gaming-Store-Seiten zu kaufen, das Originalspiel auch. Und dann auch noch gleichzeitig mit DLC. So, hoffe, hat euch sehr gefallen. Wie gesagt, mit den Patchen habe ich am Anfang erklärt. Ne? Patchnote runterladen. Es gibt einen Patch dafür. Einfach runterladen, aufpacken und dann läuft das Spiel automatisch ohne diesen Blackscreen. So, diesen Wege. Einen schönen Tag, schönen Abend, schöne Nacht. Und wann immer ihr euch das Video gesehen habt, bis zum nächsten Age Game. Also bis dann.